Ja, jetzt ist die Zeit schon etwas fortgeschritten und ich sehe, ich hätte jetzt eigentlich nur noch 10 Minuten Zeit, aber einerseits, Gott sei Dank, haben viele meine beiden Vorredner bereits einige Themen aufgegriffen, die ich auch in meinen Folien habe. Und das zeigt ja auch, dass wir letztendlich sehr integrativ Hand in Hand arbeiten und gar nicht so sehr voneinander abweichen mit unseren verschiedenen Methoden und Ansätzen. Und das ist letztendlich gelebte integrative Medizin, wenn ich es mir bei meinen Kollegen mit anschaue, wie die da arbeiten. Ich möchte mich kurz vorstellen, beziehungsweise unser Institut. Ich bin vom Hintergrund her Internistin und arbeite seit mehreren Jahren am Institut für Komplementärmedizin am USZ in Zürich. Und ein Großteil unseres Patientengutes sind Patienten mit Krebserkrankungen. Wir machen eine kurze Pause. Also das Gros unserer Patienten sind Patienten mit Tumorerkrankungen, die wir bei unserem Institut behandeln. Wir haben aber auch einen zweiten Schwerpunkt, und das sind die intestinalen Erkrankungen, IBS, also Reizdarm und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und ein großer weiterer Schwerpunkt sind natürlich auch alle stressassoziierten Beschwerden, die in unterschiedlichsten Erkrankungsbereichen vorkommen, eben auch bei den rheumatologischen Erkrankungen, bei Patienten mit Endometriose. Auch da haben wir Kolleginnen, die sich mit diesem Bereich beschäftigen. Und als einer der Hauptanker unserer therapeutischen Ansätze ist die Mind-Body-Medizin, die ich einmal nachher mit Ihnen kurz durchgehen möchte. Es sind weiterhin die Akupunktur. Ich habe sogar auch eine Kollegin aus dem Institut hier sitzen, die unsere TCM-Therapeutin ist. Also Akupunktur ist ein großer Bestandteil unserer Behandlung. Und natürlich auch die Phytotherapie, wo wir alle am Institut mit unterschiedlichem Background arbeiten, sei es jetzt aus der TCM, also aus der chinesischen Medizin, auch der Bereich tibetische Medizin, Ayurveda oder natürlich die europäische Naturheilkunde und Phytotherapie. Da haben wir ein recht breites Spektrum, das wir damit abdecken. So, ich möchte mit Ihnen ein paar nicht-medikamentöse Ansätze heute besprechen, die sich vor allem auf den Bereich der Mind-Body-Medizin, das Yoga, der Hypnose, der medizinischen, der Darmhypnose beziehen und natürlich auch der Akupunktur, weil wir dafür relativ gute Daten bereits haben, die auch in den Leitlinien, wie sie vorhin schon angedeutet wurden von Philipp, auch hierzu gute Daten haben. Das wurde bereits im Vortrag vom Philipp besprochen. Wie gehen wir denn mit dem Wunsch nach Komplementärmedizin um? Und die Daten, die ich dazu habe, decken sich eben mit dem aus dem Vortrag, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Patienten, der Betroffenen, auch wirklich naturheilkundliche komplementärmedizinische Behandlung in Anspruch nimmt und auch darüber gerne mit den Ärzten sprechen würde. Und nicht immer ist es so einfach, dass wir da ein offenes Ohr dafür haben. Und da möchte ich auch immer alle meine Kollegen aus dem ärztlichen Bereich, die rein konventionell arbeiten, dafür sensibilisieren, dass wir da auch ein offenes Ohr dafür haben, weil das natürlich die Arzt-Patienten-Beziehung stärkt und weil Patienten sich sonst auch so und so auf einem anderen Weg unterschiedliche Therapieformen suchen und wir eben da nicht Bescheid wissen. Und in dem Fall, wie es vorhin war, wenn jemand Kurkuma 4 Gramm einnimmt und er sagt es dem Arzt, dann weiß der Arzt, wie er das zu deuten hat, wenn er plötzlich akute Hepatitis auftritt. Wenn wir es nicht wissen, können wir es gar nicht angehen, oder? Häufige Anwendungen, das wurde bereits auch in den Vorträgen vorher erwähnt, sind natürlich die Nahrungsergänzungsmittel, Prä- und Probiotika, die Phytotherapeutika, TCM, in den letzten Jahren auch zunehmend Bereiche tibetische und ayurvedische Medizin und natürlich der große Bereich der Mind-Body-Medizin-Verfahren, den ich jetzt in den nächsten Minuten mit Ihnen noch etwas genauer anschauen möchte, wo auch die Hypnosetherapie und die verschiedenen Entspannungstechniken, Achtsamkeitstechniken eine große Rolle spielen. Ziele der integrativen Medizin, das haben wir bereits besprochen. Auch was ist die integrative Medizin? Also man versteht es wirklich als Schnittstelle zwischen der konventionellen Medizin und der Komplementärmedizin, um dem Patienten bestmöglich eine Therapieoptionen aufzubieten und auch eine Erweiterung an Therapiemöglichkeiten mit dem Patienten zusammen zu erarbeiten und anbieten zu können. Wichtig
ein ganz zentraler Punkt, und das ist mir sehr wichtig zu sagen, ist eben auch wirklich die Aktivierung der Self-Care bei Patientinnen, also diese Selbstfürsorge, dass der Patient auch sieht, was kann ich denn tun? Ich bin nicht nur Empfänger und Ausführender und jetzt habe ich ein Medikament und das nehme ich 3 Monate und dann gehe ich wieder zum Gastroenterologen und der sagt mir, wie läuft's, sondern was kann ich selber tun an meiner Gesundheit? Und da gibt es sehr viel, gerade wenn wir uns im Bereich Mind-Body-Medizin eben auch die Säulen anschauen oder in vielen naturheilkundlichen Ansätzen, das deckt sich ja sehr häufig, eben dieser ganzheitliche Ansatz, wo kann ich meine Ressourcen stärken? Und dazu komme ich jetzt gleich. Das kann man überspringen, das sind eben die Leitlinien, die bereits beim Philipp im Vortrag kamen. Ein ganz wesentlicher Punkt ist der Stress. Und ich habe in einem Artikel eine ganz schöne Überschrift gefunden, und die hieß chronisch entzündliche Darmerkrankung stresst. Und das höre ich immer wieder bei mir in der Sprechstunde bei Patienten, die mir sagen, ich habe den Eindruck, wenn ich sehr gestresst bin, dann habe ich eher mal einen Schub, dann ist das etwas, dann ist das ein Faktor, der sich negativ auf meine Gesundheit auswirkt und natürlich auch auf meine Symptome. Und Gott sei Dank, kann man sagen, gibt es dazu auch in den letzten Jahren jetzt zunehmend Forschung. Und diese Forschung hat es so weit gebracht, dass das jetzt auch in den Leitlinien mit verankert ist. Also das achtsamkeitsbasierte Verfahren eine Stressreduktion hervorrufen können. Und was passiert, wenn wir eine Stressreduktion haben? Wir schaffen es, die Lebensqualität zu verbessern der Patienten. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Ansatz, den wir unseren Patienten auch immer mitgeben. Sie können selber was tun. Wie gehen Sie mit dem Stress um? Und wollen wir da zusammen anpacken an diesem Punkt und schauen, wie kriege ich im Alltag dieses Stresslevel, wie kriege ich das auf ein Niveau, dass ich eben nicht die Konsequenzen gesundheitlich davon im vollen Maße tragen muss. Und das ist jetzt eben das Mind-Body-medizinische Modell, mit dem wir bei unserem Institut sehr häufig arbeiten, das eigentlich immer in der ersten ärztlichen Konsultation mit zum Tragen kommt, dass wir uns mit dem Patienten anschauen als ganzheitliches, multimodales, integratives Modell, so wie es genannt wird. Wie sind denn die Ressourcen des Patienten, oder? Und dazu sieht man zum Beispiel eben ganz gut, dass wir uns auf eine Körper-Geist-psychische Ebene dreiteilen. Soziale Aspekte sind hier auch wichtig. Aber wenn wir uns jetzt gerade mal anschauen, die Achtsamkeit und diese Säulen der letztendlich der somatischen Aspekte, Bewegung, wie es Helene vorhin bereits gesagt hat, wie wichtig, welche Rolle spielt denn die Bewegung, wenn es darum geht, eben unsere Gesundheitsförderung voranzutreiben? Aber auch, wir fragen unsere Patienten, wie sieht das denn mit regelmäßiger Entspannung aus? Wie sieht das mit Atemtechniken aus? Das, was wir vorhin ganz schön hatten, eben verschiedene Atemtechniken können dazu führen, das Psychovegetativum auszubalancieren über eine Stärkung des Vagusreizes zum Beispiel. Kann ich das vielleicht in meinen Alltag einbauen? Da brauche ich nicht 20, 30 Minuten dazu. Das kann ich in der Trambahn machen, um 5 Minuten einmal tief durchzuatmen, verlängerte Ausatmung, Augen schließen und eben bewusst dieses Psychovegetativum zu stärken. Das sind ganz einfache Methoden, die aber letztendlich für die Lebensqualität mit eine entscheidende Rolle spielen können. Natürlich auch die Ernährungsaspekte, was wir jetzt in den Vorträgen bereits gehört haben. Auch da kann ich als Patient selber gut ansetzen in der Behandlung oder in der Mitbehandlung bei meiner chronischen Erkrankung. Selbsthilfestrategien haben wir bereits vorhin gehört bei Philipp. Die anthroposophischen Anwendungen, die Auflagen, die Wickel, auch das ist etwas, was wir unseren Patienten eigentlich immer mit an die Hand geben. Sie können selber viel zu Hause tun. Sie sind nicht nur auf ein Medikament angewiesen, also nicht hauptsächlich auf ein Medikament angewiesen. Und dann natürlich die psychischen Aspekte, oder? Wie gehe ich mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Emotionen um? Wie bewerte ich das? Bewerte ich etwas? Sehe ich das Glas halb voll oder halb leer? Also dieser klassische Spruch, den wir kennen. Auch das macht natürlich etwas mit meinem Vegetativum, oder? Dann natürlich auch eben die Sinnfrage, Spiritualität, das spielt bei manchen Patienten auch eine ganz entscheidende Rolle. Und diese Ressource, Spiritualität, Sinnhaftigkeit, die greifen wir natürlich dann auf, oder? Um dem Patienten dahingehend Stabilität zu vermitteln. Und nicht zu vergessen natürlich auch der soziale Überbau. Patienten, die längere Krankheitsausfälle haben, die vielleicht dann den Job aufgekündigt bekommen, die sehr viel Druck
und Stress im Job haben, das macht sich alles irgendwo auf psychischer Ebene und dann letztendlich auch auf körperlicher Ebene wieder bemerkbar. Und das schauen wir uns mit den Patienten an. Wie kann man da vielleicht irgendwo den Druck rausnehmen? Wie ist auch das soziale Netzwerk? Habe ich Freunde, Familie, die mich da auffangen? Wie kommuniziere ich auch meine Erkrankung? Also das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge. Sich auch nicht verstecken, sondern offen damit umgehen. Und wenn wir uns das Thema Entspannungstechniken anschauen, muss vielleicht in diesem Zusammenhang eben John Kabat-Zinn mit erwähnt werden, der Begründer der Achtsamkeit oder Mindfulness. Das ist ein Modewort, das in den letzten 10, 20 Jahren initial natürlich in Amerika mitbegründet wurde, aber jetzt auch bei uns sehr weitreichende Bedeutung hat. Wer von Ihnen hat denn schon mal mit dem Thema Achtsamkeit oder Mindfulness was zu tun gehabt oder kennt das Wort? Ja, ich würde sagen, fast die Hälfte. Achtsamkeitsformen gibt es ganz unterschiedliche und Techniken, um eben diese Entspannungsantwort im Körper hervorzurufen. Und ich habe hier nur ein paar mit aufgeführt: diaphragmales Atmen, Zwerchfellatmung, Meditationsverfahren, autogenes Training, aber auch progressive Muskelentspannungsverfahren, gerade im Bereich eben der muskulären Verspannung, wenn wir sehr oft dann von unseren Patienten hören, die Verspannung bringt mich so weit, dass ich Kopfschmerzen bekomme durch Nackenverspannungen zum Beispiel. Ja, auch das ist natürlich mit einem Punkt, den man mit angehen kann, ganz einfach über progressive Muskelentspannung. Auch Jakobson zum Beispiel kann man damit arbeiten. Aber auch achtsame Bewegungstherapien, das Yoga, das Qigong und natürlich auch das MBSR oder Mindfulness-Based Stress Reduction. Und dafür, für diese Achtsamkeitsmethoden, gibt es mittlerweile auch in der Schweiz einen Fachverband, das ist der Mindfulness Swiss Verband. Und die bieten mittlerweile auch Kurse an, mehrwöchige Intensivkurse. Sind noch nicht ganz fertig, ein paar Minuten nach. Mehrwöchige Intensivkurse, wo man eben auch diese verschiedenen Achtsamkeitstechniken erlernt, die man später im Alltag in ganz einfachen Settings selber zu Hause mit anwenden kann. Ich habe hier eine Studie mitgebracht. Gucken Sie nicht auf das Kleingedruckte. Ich erzähle Ihnen nur die Ergebnisse. Guided Imagery, oder? Das ist eine Gedankenreise, die man machen kann. Und das kann man sich als Audio anhören, 15 Minuten. Da gibt es sehr gute Vorlagen. Wir geben es unseren Patienten am Institut auch immer ab, die Gedankenreise zu machen. Und da hat man Patienten beobachtet über knapp 5 Wochen. Eine Gruppe hat diese Gedankenreise täglich gemacht und die andere Gruppe ist auf einer Warteliste gestanden und durfte dann nach 5 Wochen mit dieser Übung beginnen. Und man hat gesehen, dass sich das eben diese kontinuierliche Entspannung, die letztendlich dann auch irgendwo zur Gewohnheit wird, wenn man das regelmäßig macht, dass sich das wirklich signifikant ausgewirkt hat auf die Lebensqualität, dass das Angsterleben reduziert werden konnte, dass Stress reduziert werden konnte und Schmerzen und Symptome deutlich verbessert waren und reduziert waren, bereits nach 5 Wochen Behandlung oder Selbstbehandlung, weil das ist etwas, dazu muss ich nicht 5 Wochen zu einem Therapeuten gehen. Es ist gut, wenn man noch keine Erfahrung mit Achtsamkeitsübungen hat, dass man sich das auch einmal anleiten lässt, dass man lernt, wie gehe ich denn damit um und wenn Fragen aufkommen, an wen kann ich die adressieren? Und dann kann man das aber wie so ein Tool in seinen Rucksack mitnehmen und rausnehmen, wenn man es braucht und auch regelmäßig dann zu einer Gewohnheit werden lassen. Was wir vorhin im Vortrag von Helene bereits hatten, auch das Yoga. Yoga hat mittlerweile bereits Eingang in die Komplementärmedizin, in die Guidelines gefunden. Und auch dort haben wir Studien, die zeigen, dass die Lebensqualität unter regelmäßiger Bewegungstherapie, wie es beim Yoga der Fall ist, deutlich verbessert werden kann, weil natürlich auch dadurch die Stressregulation wieder positiv mit beeinflusst wird. Und dazu gab es eben eine Studie, die ist jetzt etwa 5 Jahre alt. Das war eine deutsche Studie von den Kollegen aus Essen, die sich eben angeschaut haben, wie ist es denn bei Patienten, die in Remission sind? Also das war jetzt nicht im akuten Schub, sondern klinische Remission, 77 Patienten. Die hat man wieder aufgeteilt. Der einen Gruppe hat man Informationsbroschüre gegeben und hat gesagt, das könnt ihr euch mal durchlesen, was ihr in Remission machen könnt. Und der andere hat man über 12 Wochen in Hatha-Yoga
Kursformat eingebettet, 90 Minuten pro Woche, und hat sich dann eben angeschaut als primäres Ziel, was passiert denn jetzt auf Ebene der Lebensqualität? Macht das was? Bringt das was oder bringt das nichts? Und wenn man sich jetzt an Woche 12 orientiert, dann sieht man eben diesen roten Balken, das waren die mit dem Informationsheftchen, die hatten letztendlich keine großen Verbesserungen, und der blaue Balken, das ist die Patientengruppe, die regelmäßig eben Yoga-Therapie durchgeführt hatte, und die haben nach 12 Wochen eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität gehabt, und das hat auch noch nach 24 Wochen angehalten. Also das heißt, wenn gewisse Effekte haben dann auch einen längeren, lang oder fast langzeit- oder mittelwertigen oder mittelfristigen Effekt. Idealerweise ist es aber auch hier ein Tool, wo man sagt, das wende ich immer wieder in meiner Freizeit regelmäßig an, um da einfach eine Stabilität zu gewährleisten, von gesundheitspsychologischer Seite aus. Dann gibt es noch einen Punkt, den mit Ihnen noch besprechen wurde, der wurde jetzt, habe ich nur ganz kurz am Rand erwähnt, wenn es um Thema Entspannungsverfahren geht, dann gibt es mittlerweile auch ganz gute Daten zur Hypnose, zur medizinischen Hypnose, und in Bezug chronisch entzündlicher Darmerkrankungen ist das eben die gut-directed Hypnose, das heißt darmbezogene Hypnose. Hypnose per se ist ja ein Zustand der Trance, ein Trance-ähnlicher Zustand, wo wir so zwischen dem Wach-Schlaf-Bereich sind. Und in diesem Zwischenbereich sind wir extrem empfänglich für gewisse Suggestionen, sprich für bildliche Metaphern, für gewisse Schlüsselwörter. Und der Therapeut nutzt eben diesen Trance-ähnlichen Zustand, um gewisse Schlüsselwörter, unbildliche Metaphern dem Patienten einzugeben, die nachher dann quasi als Automatismus eben dann auch auf dieser Darm-Hirn-Achse wirken können. Weil das haben wir ja vorhin ganz schön gesehen. Es gibt eine Verbindung zwischen Darm und Hirn, und die gibt es in beide Ebenen, oder? Die gibt es von unten nach oben und von oben nach unten. Und wenn wir es schaffen, dass wir sozusagen gewisse Vorgänge auf zerebraler Ebene beeinflussen können, dann kann das natürlich auch einen positiven Einfluss wieder auf unseren Darm haben. Und dazu gibt es auch einige Studien. Ich habe Ihnen da eine mitgebracht. Das war jetzt bei Patienten auch mit einer Remission Colitis ulcerosa. Die hat man über ein Jahr lang beobachtet, 26 Patienten. Auch da gab es wieder eine Kontrollgruppe, die Aufmerksamkeitskontrolle haben sie die genannt. Denen wurden einfach gewisse Informationen über die Erkrankung gegeben. Und 26 Patienten aber wirklich aktiv mit dieser darmorientierten Hypnosetherapie. Das waren 40 Minuten jeweils. Über 7 Wochen regelmäßig angeleitet, und die Patienten sollten es aber auch zu Hause dann selber durchführen. Das ist ja auch das Schöne bei einer Hypnosetherapie, dass man eben nicht nur zum Therapeuten geht und dort die Hypnose erhält, die ersten Sitzungen ja, aber man bekommt auch wieder Übungsmaterial für nach Hause mit, und idealerweise macht man eben dann diese Auto-Hypnose-Übungen dann zu Hause, oder? Weil der Übungseffekt, Übung macht den Meister, und der Übungseffekt bringt natürlich auch hier dann einen langfristigen Benefit. Und nach einem Jahr hat man dann geschaut, was dann passiert denn mit denen, die Selbsthypnose dann auch weitergeführt haben. Und wenn Sie sich jetzt hier in der obersten Spalte Hypnosetherapie anschauen, Days to Relapse, oder? Das sind die Patienten gewesen, die eben nach einem Jahr, beziehungsweise die Zeit bis zum Auftreten eines neuen Schubes war bei den Patienten, die unter Hypnose waren, deutlich verlängert, im Gegensatz zu den Patienten, die eben nur diese Aufmerksamkeitskontrolle erhielten, einfach die Informationen zur Erkrankheit erhielten. Und die Proportion derjenigen, die nach einem Jahr noch in Remissionszustand waren, sieht man auch hier bei der Hypnosegruppe, dass das eben, da lag die Zahl bei 68%, während hingegen die Patienten, die jetzt unter keiner Hypnose waren, da bereits deutlich häufiger ist, nach einem Jahr ein erneuter Schub zu beobachten war. Also auch hierfür haben wir Daten. Hypnose kann einen Beitrag dazu liefern, um länger symptomfrei zu bleiben. Das ist so die Kernmessage dahinter. Ja.
Und nicht zuletzt, aber umso bedeutend wichtiger, ist eben auch die Akupunktur mittlerweile, die ja auch Einzug in die Leitlinien gefunden hat, und da sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir Daten mittlerweile dazu haben zur Akupunkturbehandlung bei der Colitis ulcerosa. Und in den Leitlinien wird die Colitis ulcerosa bei moderatem oder bei leichtem Schub wird Akupunktur mit angewendet oder mit empfohlen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man Akupunktur jetzt nur bei Colitis ulcerosa und nur im leichten und im moderaten Schub anwenden darf. Aber dafür haben wir eben die Studien und die Daten. Und da gibt es jetzt noch zwei ganz schöne Studien aus Deutschland, die ich Ihnen noch kurz am Abschluss vorstellen möchte. Und zwar ist das einerseits eine Studie von Jost, die ist schon etwas älter, von 2006, Colitis ulcerosa Patienten. Auch hier wieder nicht im akuten Schub, die wurden behandelt in milden, moderat ausgeprägter Krankheitssymptomatik. Und die Interventionsgruppe, die hat man mit Akupunktur und einer Art Wärmebehandlung, einer Moxibustion behandelt. Und die Kontrollgruppe hat eine Scheinakupunktur erhalten. Scheinakupunktur ist letztendlich, man sticht nicht an dem Ort ein, wo man sich einen Effekt erwartet, sondern man sticht daneben ein. Ja? Aber kann natürlich die Erwartungshaltung der Patienten verändern, wenn sie nicht wissen, bin ich jetzt in der echten Gruppe oder in der Scheinakupunktur. Die wenigsten wissen ja, wo liegen die Punkte, die man behandeln muss. Ja? Man hat das Ganze 5 Wochen beobachtet, 10 Behandlungen gesetzt und hat auch hier geschaut, dieser Colitis-Aktivitätsindex, also der Krankheitsindex, wie hoch ist der bei denjenigen, die unter Akupunktur waren und die unter Scheinakupunktur waren. Und man hat, wie ich es eben vorhin bereits gesagt habe, trotz dieser vielleicht Erwartungshaltung, die die Patienten an die Akupunktur hatten, hat man trotzdem bei der Währung Akupunkturgruppe, also bei denjenigen, die wirklich an den gezielten Akupunkturpunkten behandelt wurde, noch eine signifikante Verbesserung der Krankheitsaktivität nach diesem 5 Wochen Behandlungszeitraum beobachtet. Also auch dafür gibt es Daten und das, denke ich, hat auch zu Recht Einzug in die Leitlinien gefunden. Und dann gibt es noch eine Studie zum Morbus Crohn und auch da hat man eben sich ein Patientenkollektiv mit angeschaut, 51 Patienten, die wurden über 4 Wochen behandelt und dann hat man 12 Wochen Follow-up gemacht, wo man nicht mehr behandelt hat. Und in der Zeit, wo man eben behandelt hat, hat man sich dann am Ende angeschaut, also am Ende der Behandlung und dann nach diesem 12-wöchigen Beobachtungszeitraum, der sich dann angeschlossen hat, was passiert denn wieder mit den Symptomen? Werden die darunter gebessert unter der Akupunktur? Ja oder nein? Und das sehen Sie eben so schön jetzt in diesen roten Kästen, oder? Hier haben wir wieder diesen Aktivitätsscore, CDAI oder Crohn's Disease Activity Index ist das. Und der schwarze Balken entsprach eben der Akupunkturbehandelten und der weiße Balken entsprach derjenigen, die sich der Scheinakupunktur unterzogen haben. Und das Sternchen darunter bedeutet, dass die Unterschiede signifikant waren. Das bedeutet, diejenigen, die wirklich Akupunktur, also echte Akupunktur erhalten haben, die hatten eine geringere Aktivität, also eine geringere Krankheitsaktivität und denen ging es von den Symptomen und auch von den Schmerzen, oder? Das sieht man an diesem VAS-Score, denen ging es deutlich besser. Das heißt, wir haben Hinweise dafür, dass die Akupunktur auch hier einen sehr wertvollen Beitrag liefern kann, wenn es darum geht, Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in ihren Symptomen und im Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Und ich möchte noch mit einem kurzen Zitat von Almsin Grün schließen, weil ich eben bereits bei meinen Vorrednern gesehen habe, und das deckt sich auch mit dem, was ich beobachte in unserer Sprechstunde und in unserer Gesellschaft. Es bräuchte manchmal etwas mehr Ruhe, um wieder wirklich die Kraft zu entdecken, die wir brauchen, um ja, im Alltag zu bestehen, durch den Tag zu kommen und auch mit unseren kleineren und größeren Wehwehchen und mit der Erkrankung besser umgehen zu können. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und jetzt sind wir ein bisschen spät dran, aber durch.